wunderschönen guten Morgen hier aus 24/6 Kurven. Bei uns ist die Hölle los. Ja, Audi R8 V8. Wir wollten eigentlich erstmal kein Video machen, aber dachten, ihr weißt was, machen wir doch ein Video. Darum fehlt hinten schon alles, weil da weil wir die Abgasanlage bearbeiten lassen. Und das Auto kriegt eine Stage 1.5 Leistungssteigerung. Warum? Wenn man die Abgasanlage bearbeiten lässt oder eine Abgasanlage ändert, dann fallen die Nachcuts weg. So, ganz wichtig. Also, das Auto ist sehr, sehr schön. Kam auch aus Dubai. Ich zeige euch das mal. Kam auch ursprünglich aus Dubai. Hat die geilen Schalensitze drin. Schau jetzt mal an. Ja. Und ja, der Kunde hat gesagt, ey, ich brauche ein bisschen mehr Sound, ich brauche ein bisschen mehr Leistung. Und ein Fahrwerk kommt auch noch rein von H&R. Ja, also ein H&R Gewindefahrwerk kommt rein. Und Abgasanlage bearbeiten wir und dann gibt es eine Stage 1.5 Leistungssteigerung. Jetzt machen wir erstmal eine Eingangsmessung. 420 PS sollen anliegen. Wir wissen, die Autos, gerade durch die Direkteinspritzung, da gibt es viel Verkorkungen, machen die, auch ohne Verkorkung, machen die einfach nicht 420 PS. Normalerweise sind es so 380, 385 PS. Wir messen jetzt und dann gibt es einen Original-Soundcheck und dann Fahrwerk und Abgas, also da lassen wir die Abgasanlage bearbeiten, da kommt es danach wieder rein. Und dann schauen wir mal, wie viel Bums wir rauskriegen mit unserer Abstimmung. So, der Alpi, der macht sich schon hier irgendwie, hallo. Der Alpi fährt natürlich gleich mit. Jedes Mal, wie immer, machen wir ein Datalog bei der Eingangs- und bei der Ausgangsmessung. Also, das habe ich gerade gespuckt, ne? Bis gleich, gucken wir mal, wie viel Leistung bei der Karre rauskommt. So, ich sagte ja, 420 PS sollen sie haben, haben sie aber nie. 430 Newtonmeter. Dieses Auto hat 428 PS. Und 420 Newtonmeter, also Drehmoment, genau da wo es sein soll, 10 weniger, kein Problem. Aber die Leistung ist eigentlich zu viel. Eigentlich sind es nur 8 PS zu viel, aber im wahren Leben sind es eigentlich so gute 40 PS zu viel im Vergleich zur Serie. Also entweder ist das der bestlaufendste R8, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe, also R8 V8, oder der ist schon gemacht. Ja, und ob der gemacht ist, das kann ich euch gleich sagen. Oder nachdem ich das Auto ausgelesen habe, kann ich euch sagen, wurde daran schon mal was gemacht, wurde an der Software schon was verändert oder ist die Software-Serie. Dazu melde ich mich gleich wieder, aber jetzt gibt es erstmal einen Soundcheck mit der Originalabgasanlage, da könnt ihr mal schauen, wie der sich anhört und dann vergleichen wir das, wie er sich dann gleich anhört. So, bis gleich. Peace. Meine Freunde, wir sind fertig und hinter mir der Audi R8. Abgasanlage ist wieder montiert, die ist wie gesagt bearbeitet. Klangmäßig ist es jetzt ganz, ganz weit vorne. Der Stage 1.5 Leistungssteigerung auch am Start. Jetzt gucken wir mal, ob wir mehr Leistung rausgefetzt kriegen. Übrigens, es war zu schön, um wahr zu sein. Natürlich war das Auto nicht original. Dieses Auto war schon leistungsgesteigert. Darum auch diese 428 PS oder was er da gemacht hat. War auch gut gemacht, keine Frage. Bisschen besser geht es dann trotzdem noch. Und natürlich mit Hilfe der Abgasanlage, die jetzt modifiziert ist, geht halt noch ein bisschen mehr Leistung. So, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Soundcheck, wie sich das Ganze anhört. Und danach messen wir. Und dann kann ich euch sagen, wie viel Leistung wir haben. Also, bis gleich. Peace. So. Wir sind fertig. Oh, ja, ich gucke hier. Ja, also ich bin sehr zufrieden. Klangmäßig, wie gesagt, ganz weit nach vorne. Und leistungsmäßig ist auch Taco. Ich zeige euch das Ganze mal, ja? Ja, also mit Fremdsoftware lagen schon 428 PS an und 419 Newtonmeter. Das war wirklich sehr, sehr gut. Wie ihr sehen könnt, haben wir noch ein bisschen drauflegen können. Ne? Drehmomentverlauf ist auch viel schöner hier am Anfang. Und natürlich ab 5000 geht es dann richtig los. Jetzt haben wir 447 PS. Ja, also
fast, ja, 19 PS nochmal mehr. Und was habe ich gesagt, 418 Newtonmeter waren es? Ja, 15, 16, 18 Newtonmeter mehr. Aber das Auto wird sich auf jeden Fall hier, ab hier, kann man auch sehen, Radleistung mehr. Ich sage so, ab 5000 Drehungen fühlt sich das Auto aber besser an und wird auch schneller sein. Also, zufrieden kann man da auf jeden Fall sein. Somit, ja, jetzt bauen wir noch zusammen und somit ist dieses Fahrzeug dann auslieferungsfertig. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, Audi A8 V8 Kunden, meldet euch bei uns. Da geht auf jeden Fall ein bisschen was, ne? Nicht so viel, aber ein bisschen was. Und klangtechnisch ist er, wie gesagt, ganz weit nach vorne jetzt. Und ja, das war's von mir. Natürlich folgt auf Instagram, ganz, ganz wichtig. Franz Simon Drift und Simon Motorsport. Ja, ansonsten, subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.